So, jetzt geht's aber los. Ja! So, wir sind wieder mal dabei bei Layton's Mystery Journey. Ich will's immer Lady Layton nennen. Warum kann man es nicht einfach. Warum hätte man es nicht am Anfang gleich wieder Lady Layton nennen können? Ja, das ist ja nicht der deutsche Titel. Lady Layton ist in keinem Land der Titel. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. So, ich verschieb mal das Fensterchen hier, dann sehen wir gut den Chat. Hallo? Hallo? Okay, und ja, genau. Da ich ja immer irgendwelche Intro-Sachen mache, dieses Mal hatte ich mir was voll Geiles vorgenommen, weil ich Post kriegen wollte. Oder Post gekriegt habe, wo ich gestern nicht anwesend war, wo ich heute nochmal zur Post musste. Und mit dieser Post habe ich vor, diesen nicht mehr so ganz funktionsfähigen 3DS wieder zu beleben. Man kann mal hier sehen, ich probiere den mal anzumachen. Und wie Sie sehen, sehen Sie Layton's Mystery Journey in diesem 3DS. Aber ansonsten, also außer Spiegeln, kann der momentan nicht viel, denn der ist geziegelsteint, wie man so schön sagt. Gebrickt. Und ja, in meiner Post sollte was sein, das dafür sorgt, ich versuche den mal wieder auszuschalten, indem ich hier länger drauf drücke, sollte was drin sein, was geht denn jetzt auch mal langsam aus? Hm. Doch, jetzt ist er weg. Ja, 10 Sekunden oder sowas dauert das. Naja, auf jeden Fall, in meiner Post sollte was drin sein, womit ich den hätte wieder herstellen können. Und das sollte so sein. Tatsächlich war in meiner Post dieses komische USB-Stick-Ding, bei dem ich gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass es überhaupt noch kommt. Ich habe mal irgendwann Mighty No. 9 gebackt und jetzt habe ich das Spiel auf USB-Stick bekommen. Herzlichen Glückwunsch an mich, das wollte ich jetzt gar nicht haben. Ich wollte diesen 3DS wieder beleben. Tja, so viel dazu. Machen wir weiter mit dem Spiel. Ja. Jo. Konditorei-Handy. Handy-Torei-Kondi. Ja. Was bisher geschah? Das ist bestimmt von Dings gelesen dann. Entweder von Sherl oder von Ernest. Na, Catriel und Co. Ja, ach so, oh, dann ist es vielleicht irgendjemand anders. Ja, eben, es ist einfach Luke, es ist Luke. Okay. Trotz ihrer ausführlichen... Moment mal, Luke ist doch gar nicht mehr so jung. Ja. Trotz ihrer ausführlichen Ermittlungen... so wurde Luke nicht klingen. Trotz ihrer ausführlichen Ermittlungen im Uhrenraum des Elizabeth Towers finden Catriel und Co. keinerlei Hinweise. Das Team verlässt den Turm und macht sich aus einer Laune heraus auf den Weg zur Chancer Lane, wo sich auch die Detektei Layton befindet. Und oh, dieses kleine süße Mädchen und Handy. Ja, okay, warte mal, was haben wir? Oh nein. Wir müssen jetzt wieder zum Anfang der Chancer Lane. Wir müssen jetzt wieder zum Anfang der Chancer Lane. Okay, ich war in meinem Dings hier. Koffer. Ja. Aber wir sollen wieder dahin zurück. Okay. Ja. Übrigens, ich hoffe, die Handys kommen noch mal ein bisschen ran. Ich habe nämlich extra über YouTube-Videos noch mal mich ganz viel gebrainstormt über österreichischen Dialekt und vor allem wienerisch. Da gibt es echt eine Videoreihe dazu. Okay. Krass, ne? Na schön, Cat. Wohin geht es als nächstes? Du warst im Restaurant und in der Konditorei. Bitte sage mir, dass du jetzt endlich satt bist. Ja, ich würde kein einziges Minzplätzchen. Ich habe gerade gedacht, ich hätte falsch gelesen. Mini-Plätzchen? Nee, ich hätte gerade gedacht, ich hätte falsch gelesen. Minzplätzchen oder so. Achso, Minzplätzchen. Wäre es eigentlich gewesen, aber so. Achso, war schon richtig. Minzplätzchen, ja. Plätzchen mehr runterkriegen. Dann gehen wir doch jetzt weiter die Chancer Lane runter. Ja, machen wir das. Ah, wenn wir uns... Ich fange gerade so an, wieder, bevor ich eine Stimme spreche, ja, dass ich dann erstmal so einen Ton mache. Ah, wenn wir uns nördlich halten, kommen wir direkt zur Detektei. Oho, ich weiß, was du jetzt denkst, Miss. Der klingt aber echt schwul. Ja. Wir legen dort einen Zwischenstopp für ein kurzes Strategiegespräch ein, oder? Um unsere nächsten Schritte zu besprechen. Nein. Falsch, ich denke, du bist einfach nur eine kleine Schwul. Nein. Ah. Was? Ah.
Ja, neue Kleidung. Boutique. Falsch. Es gibt eine reizende kleine Boutique neben der Detektivwelten. Ich dachte mir, wir werfen mal einen Blick da rein. Wie bitte? Ja, ich weiß eigentlich mal. Eine Boutique, Miss? Oh, das wäre ja so fantastisch, fabulös. Ich bin weg. Was? Wieso? Noch bist du hier. Ja, noch bin ich hier. Ja, du wirst dir das jetzt antun müssen. Ja, von Anfang bis Ende. Ich weiß. Okay. In Ordnung. Das reicht jetzt, Cat. Denk doch mal an die Arbeit. Na los, Ernest. Gib mir Rückendeckung. Nun, wenn Miss Layton sich erstmal noch ein paar entzückende Kleider besorgen will, dann bin ich natürlich ganz dabei. Oh, ich möchte sie beraten. Ich möchte sie... Er ist ja nicht so, dass er sie nackt sehen möchte oder so in der Umkleidekabine. Ich hoffe nicht. Also, nein. Der ist schon so ein Assistent. Ja, Noah, der Mix aus Emmy und Henry. Oder der Page aus Ace Attorney. Woher gibt mir Kraft? Maria hat 2 Haare gesehen. Kommt mit, die Boutique wartet. Auf zur Boutique! Ich hab's früher Boutique genannt, weil ich nicht wusste, wie man es ausspricht. Ehrlich gesagt, das Schlimme ist, ich hatte das auch irgendwann mal. Als kleines Mädchen. Dass ich so eine Sachen so gesprochen habe. Okay. Da lang. Da unten. Ja. Die Detektei Layton. Wo es ruhiger ist. Ja, ist ja voll unruhig in der Chancer Lane. Na, es sind wahrscheinlich mehr Menschen. Ja. 2! Die man ansprechen kann. Es waren 3 Leute da. Du hast recht. Nun, wir stehen hier vor der Detektei Layton. Also, wo ist denn nun diese Boutique? Sie ist gleich nebenan. Komm schon. Ja. Bist du denn wirklich Detektivin? Also langsam habe ich da ja so meine Zweifel. Meinst du, sie hat geöffnet, Miss? Vielleicht ist sie heute geschlossen, wenn es nur ein kleiner Laden ist. Denn heute ist zufällig... Sonntag. Ja, wahrscheinlich. Da könntest du recht haben, Ernest. Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Reingehen! Einbrechen! Okay, warte. Oh, guck dir mal diese Omi an! Die kennt man doch! Warte! Sag nicht, dass es... Nein, nicht die! Sondern geh nach rechts! Geh nach rechts! Den! Der? Erinnerst du dich? Also, wenn ich mich daran erinnern müsste, dann müsste es ja Aslant sein, ja! Oder? Echt? Da war jemand in so einem Häschenkostüm? Ja! Auf einer Insel! Wollen wir nicht erstmal nach... Nö, obwohl, erstmal ansprechen. Ja. Blum! Erinnerst du dich nicht? Nein. Nee, der sieht nicht ganz so nach aus, leider. Vielleicht ein bisschen älter halt, aber... Ah, Poponios, ja, doch, klar! Ja, Poponio-Typ. Ja. Ja! Ach so, ja, na, wenn der älter ist, dann... Der ja, ist, ja, der sind, der ist er ja jetzt älter. Ja. Also, ja. Sangrios, berühmte Poponios! Sonderpreis, nur für Sie! Sehen Sie, Poponios! Ah, ich find's gut, dass wir es eingebaut haben. Popoponios? Sie hab ich doch schon mal gesehen, wie sie verdächtig rumgelungert sind. Oh, ich bin nicht verdächtig, ich bin Benny. Oh, jetzt müsste man nachgucken, ob der Benny hieß. Bestimmt. Bestimmt, es ist doch der. Das, auf jeden Fall, die Poponios, das erkenne ich wieder voll. Ja, und, aber der hat auch dieses Kostüm an. Poponios. Das war auch der, mit seinen Haaren. Ja, 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 ja. Das war dann der Aufgeweckte, der dann halt so, hier, Poponios, Poponios, Poponios. Ja, und, ja, der ist jetzt als Straßenverkäufer dort. Ja, ich finde das cool, dass sie das eingebaut haben. Der war schon vorher im Stimmbruch. oder nicht im Stimmbruch, egal. Jeder, der ein solches Outfit trägt, muss mit schiefen Blicken rechnen. Also, ich find's schön. Ich hätte auch gern so eins. Ein Poponio ist ein besonderes Souvenir aus meiner Heimat Sangrio. Ja. Wenn man ein Poponio hat, hat man angeblich immer Glück. Dann werden Träume wahr und man ist alle Zeit fröhlich. Für alle Zeit. Meine Güte, das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Das klingt zu wahr, um schön zu sein.
Wir müssen leider ablehnen. Wir führen gerade sehr wichtige Ermittlungen durch. Nein, nein, nicht nein sagen. Wenn Sie schon nicht meinen Poponio wollen, wie wäre es dann mit einem Rätsel? So. Popozel. Format ändern. Format ändern. Ja, Rätsel Nummer 009. Rätselhafte Farben. Auf geht's. Die verschiedenen Farben repräsentieren etwas Bestimmtes. Offenbar kann man eine der Farben jeden Tag sehen. Aber welche? A ist schwarz, B ist blau und C ist weiß. Entscheide dich für eine von ihnen. Welche Farbe? Bei manchen Rätseln hast du die Auswahl zwischen 1, 2, 3 und so weiter. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Ah ja. Ich glaube auch. Weil wenn man die Augen schließt. Nee, diese Farben haben den Himmel repräsentiert und der Himmel ist jeden Tag auch schwarz. Ja, aber dann ist er auch jeden Tag blau in sich. Nö, es kann ja auch mal sein, dass er grau ist. Oder, also, dass er nur weiß ist mit Wolken oder nur blau ohne Wolken. Stimmt. Einfach himmlisch. Die Farben stehen für die verschiedenen Farben des Himmels. Also, das Rätsel hatte ich sogar während des Rätseltextes irgendwie schon. Ja, aber ich habe gedacht, vielleicht auch einfach, weil man das jeden Tag sehen kann, weil man die, wenn man schläft, hat man die Augen zu und dann ist schwarz. Mhm. Ja, oder so. Also auf jeden Fall, schwarz ist der Nachthimmel, blau der Himmel an einem klaren Tag und weiß der Himmel an einem bewölkten Tag. Die Farbe, die man an jedem Tag sehen kann, ist ganz egal, wie das Wetter ist, ist das Schwarz des Nachthimmels. Naja, muss ich jetzt deine Seite auch noch machen? Aber nachts kann es auch bewölkt sein. Ja, aber dann ist es trotzdem schwarz. Nö. Da musst du schon die Wolken anstrahlen, damit du sie siehst. Seit wann geht der Stream? Der Stream geht seit, Minuten. 12 Stunden? Ja, zwölf Minuten. Ja, Viertelstunde, genau. Fantastisch! Das ist die Lösung! Lösung. Hm? Oh Gott. Dafür haben sie sich eigentlich ein Poponio aus Sangrio verdient. Aber sie müssen es bezahlen. Wirklich? Umsonst? Nein, das war überhaupt nicht umsonst. Es ist nur kostenlos, aber nein. Zu 2/3 des normalen Preises. Oh, nein, danke. Nein? Ach, warum will denn niemand meine Poponios kaufen? Vielleicht, weil das Wort Popo drin steckt. Ich glaube eher, weil er so aufdringlich ist. Ja. Ich bin den weiten Weg von Sangrio hierher gereist, um meine Poponios in aller Welt zu verkaufen. Aber leider ist das hier nur London und nicht alle Welt. Ich war mir sicher, dass London es lieben würde, aber niemand hier interessiert sich dafür. Alle zu deprimiert. Oh. Oh, das tut mir aber leid. Das ist eine tolle Verkaufstaktik. Also nehmt ihr doch eins. Möchten Sie vielleicht ein Poponio kaufen, um mich aufzumuntern? Nein. Ach, es ist schwierig, so Geschäfte zu machen. Oh, ey. Katze! Katzin! Nein. Katze! Rätsel! Katze! Rätsel! Oh, eine kleine Katze. Offenbar ein Streuner. Hat sich vielleicht verlaufen? Was meinst du, armes kleines Ding? Wir müssen es zu seiner Mama bringen.